Hallo Mimedü und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Kumpel-Talk hier bei eurem kleinen Kumpel. Ich habe mir heute mal in die Runde reingeholt den Captain Donut. Moinsens. Den Eurobass. Hallo, und wenn du das nochmal machst, einfach so schnell anzufangen und ich halt einen halben Herzinfarkt kriege, boxe ich dich. Dein Problem, das können wir dann in der nächsten Talkrunde besprechen. Den Torles. Ich sag nur Fail Space 3. Ja, mein Partner von Kanex HD. Dann den Moskiau, Mosquito oder was wir auch sonst immer nennen. Ja, Mosquitsch ist hier. So, dann unsere sehr hohe gesprächige, quotenhaltende Frau Eiskalte Zicke. Hallo. Und der Gügi Goes High, der nicht mit uns reden tut, aber Hauptsache erstmal bei uns im DLC. So, in diesem Projekt, was ich hier starte, ist eine kleine Talkrunde geplant, wo jeder seine Meinung zu einem gewissen Thema geben kann. Ich werde hier allgemein immer in dieser Talkrunde ein Thema vorgeben mit so meinen Ansichten und dann können wir los drauf rumplaudern. Ich hoffe mal, dass das nicht komplett durcheinander geht. Ich habe mir extra die größten Chaoten eingeladen, damit das auch richtig funktioniert. So, mein Thema für heute ist ganz aktuell das große Anmachen von YouTubern, also sprich, das aktuellste Thema ist ja jetzt Elotrix versus dieser Apokalypto-Clan. Wer es von euch, denke ich mal, mitgesehen, gehört oder mal gelesen hat, haben die sich ja richtig angepisst. Apokalypto hat ja Elotrix vorgeworfen, der wäre ein bisschen pädophil, hätte eine 14-Jährige angemacht, die er sich als 16-Jährige ausgegeben hätte und danach hätte er einer irgendwie Schläge angedroht aus dem Apokalypto-Clan. Elotrix in der Hinsicht dementiert das Ding, dass das nicht ganz so war, beziehungsweise nicht so ernst gemeint ist. Tja, und die Antwort darauf ist eigentlich kurz gefasst, dann wieder Apokalypto-Clan hat sich wieder mehr oder weniger entschuldigt und hat gesagt, oh, das war ja gar nicht so. So, und das ganze Thema hatten wir damals eigentlich schon auch gehabt mit diesem Danny Birnich versus Bibernator. Ist genau das gleiche System, aber mein Problem ist jetzt nicht direkt darauf zu gehen, sondern warum pfeifen sich eigentlich mittlerweile die großen YouTuber so dermaßen ordentlich gegens Knie? Vor allen Dingen, wenn ich mir dann angucke, andere große YouTuber, die sagen, oh, hängt euch da mal nicht mit rein und lasst das mal unter denen machen. Ich kann die ganzen Hater nicht verstehen, aber selber machen sie dann ein Video auf ihren 100.000er Kanal, damit ihr schöner noch ordentlich mit reinfamen könnt. Was sagt denn ihr eigentlich jetzt so dazu, zu dem Thema? Schweigen Dilemma. Ich habe es irgendwie fast geahnt, dass das so losgehen musste. Soll ich jetzt noch einen Namen aufrufen oder was? Ihr könnt diskutieren! Also, ich muss sagen... Ja, das war ganz schön viel. Ich danke für das Gespräch, Eurobass. Okay, danke schön. Ja, es gibt nichts über eine perfekte Talkrunde. Ich werde mir beim nächsten Mal drei Kaninchen einladen. Thema. Ja, ja. Nee, also an sich, ich fange jetzt mal an. Meiner Meinung nach ist das an sich das Ganze, ist das, ja... An mir prallt das so ab, weißt du, mich interessiert das gar nicht so richtig, aber an sich, warum die sich jetzt so, ja, warum die jetzt so nach Beef aus sind, das ist, ich denke mal, die einen können von den anderen vielleicht einen Erfolg nicht gönnen oder, ja, es ist schwer zu sagen, es ist, man kennt die gewissen Gründe dahinter nicht, vielleicht ist es auch ein Streit zwischen den Personen und deswegen fangen die an oder Meinungsverschiedenheit oder so, man weiß eben halt das alles, ne, weißt du? Ja, also ich kann dazu nur zwei Sachen sagen. Ja? Erstens und zweitens. Danke. Wir fangen mit erstens, wir fangen mal mit erstens jo, an. Jo, Eurobass, ja? Du bist raus. Also Torles, nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft, aber jetzt, nee, auch wenn Eurobass das komplett ignorieren werde in dieser Talkrunde, weil der hat schon wieder völlig vergeigt. Ja, weil, also, Sarah, warum lade ich eigentlich Eurobass? Ach so, stimmt, Eurobass ist bloß eingeladen wegen der Fame, weil er ist der größte YouTuber von uns. Unten im Kanal verlinkt dann, wer noch Glück hat, wenn noch mal der Chef. Nee, aber jetzt mal zum Thema zurück. Wenn du eigentlich... Warum, pass auf, man kann sich ja auf YouTube-Seite gerne vollflamen. Man kann ja sagen, ey Eulotrax oder Homich Blau ist ein übelster, schlechter YouTuber, so wie es beim Eurobass macht, dass das eine kleine Fame-Hure ist. Man kann es ja machen, aber warum muss man persönlich werden? Ich denke mal, man kann ja Persönlichkeit für sich behalten, also beziehungsweise persönlich ausdrücken. Ist erstmal wurscht, um wen es geht, aber warum muss man persönlich über YouTube die ganze Sache raushämmern? Ja. Weil sie es nicht besser können. Das ist aber genau, halt. Das ist nämlich der Punkt, weil so wie ich jetzt das mitgedingst habe, ne? Deine Versprecher, ne? Ich habe davon gar nichts bekommen. Ganz ehrlich mal gesagt, ich habe davon vorgestern das erste Mal gehört, dass das da irgendwelche Streitereien zwischen denen gab. Und mir ist es sowas von scheißegal gewesen, weil sollen sie sich doch die Hucke zu kacken, ist mir doch egal. Aber abgesehen davon, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort breche, aber der Kumpel bricht mir da unten ins Wort. Das muss ich endlich mal meinen Senf dazu geben hier. So, was ist hiermit wieder raus, eiskalte Zicke? Was ist deine Meinung dazu zu diesem Thema? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Mir ist es eigentlich total latte. Meine Meinung dazu, Obstsalat.
Schön. Eine gute Meinung. Eben, deswegen sollst du ja mal was sagen. Du als Frau, du musst eigentlich die positive Meinung sagen, das ist alles böse und so. Du musst eigentlich die Frau, die Mama unter uns sein. Du musst sagen, was mir Fakt ist. Mir ist das total Latte, weil mich interessiert es nicht. Du kannst keine, kannst, der kann das nicht total ja, Latte sein. Ja, aber jetzt mal ehrlich, mich interessiert es überhaupt nicht. Ja, aber deine, du musst mit, ob es dich interessiert, aber du hast deine Meinung. Du wirst doch bestimmt ohne gefallen, wenn irgendjemand, der Eurobass lacht sich gerade und mutet sein Mikro. Ich glaube, das wird meine erste und letzte Talkrunde sein vom Kumpel-Talk. Ja, gut. War dran. Ja, toll. Ich habe mein Mikro nur ausgemacht, damit meine Frau mit dir rede, damit ihr nicht doppelt bei euch ankommt, deswegen. Ach, dann heißt es Doppelstimmen. Ja. Und haben also, wir sagen, wir haben zwei Frauen. Ich möchte jetzt aber wirklich meinen ernsten Kommentar dazu ablassen. Also, ein großer YouTuber, mit dem ich befreundet bin, der hat auch ein Video zu diesem Thema gemacht, vor längerer Zeit. Und der hat was gesagt, was ich eigentlich auch richtig finde. Warum zum Henker nochmal müssen sich gerade die Großen, wenn sie klein machen, ist es eigentlich schon fast wurscht, weil davon kriege ich eh keine Sau mit. Aber warum müssen sich die Großen so belöffeln? Warum können nicht einfach alle, es sind doch alles YouTuber, rein theoretisch sind wir alles Kollegen, ja? In einer großen Firma, die sich YouTube nennt. Der eine hat ein bisschen mehr Erfolg in dieser Firma, der andere ein bisschen weniger, ja? Der eine ist halt groß geworden, weil er atemberaubend ist und es wirklich geile Sachen macht. Der andere ist groß geworden, weil er halt durch irgendjemanden gepusht worden ist. Heutzutage kommt man aus eigener Kraft, aus eigener Kraft nicht mehr hoch. Das funktioniert nicht mehr. Und jeder, der sagt, er schafft es aus eigener Kraft, den frage ich in 3 Jahren nochmal. Und dann hätte er wahrscheinlich, wenn es hochkommt, 50 Abonnenten mehr. Und es ist leider Gottes momentan so, dass man aus eigener Kraft nicht mehr hochkommt aus YouTube. Man braucht von irgendeiner Ecke einen kleinen Schubs von einem Großen. Das ist leider so. Vor ein paar Jahren ging das noch, da konnte man es aus eigener Kraft schaffen. Heute klappt es nicht mehr. So. Warum können denn die ganzen YouTuber nicht zusammenarbeiten? Ja, auch wenn sie schon riesig groß sind und sich denken, hey Alter, ich bin so geil, ich habe schon 147 Milliarden Abonnenten. Ich brauche keinen, ne? Ich komme alleine klar. Also, wenn ich beispielsweise 100.000 Abonnenten hätte, würde ich trotzdem mit kleineren YouTubern, die nur ein paar hundert Abonnenten haben, aber coole Sachen machen, würde ich trotzdem mit denen ganz trocken, locker, flockig was starten. Wenn es cool ist, warum nicht? Gutes Beispiel ist der Chimpanze Gamer. Der hat irgendwas um die 30.000 Abonnenten und macht trotzdem mit kleinsten YouTuber, die gerade mal so 100, 200 Abonnenten haben, mit denen macht er zusammen Sachen. Warum? Weil die geil sind, weil die coole Sachen machen, wo man echt sagen kann als Großer, egal, die unterstütze ich jetzt mal, ich mache mit denen zusammen ein Projekt. Ne? Andere Große, ich glaube dazu zählt auch Elotrix und hast du nicht gesehen, die sagen sich, warum soll ich dem Kleinen helfen, mir hat damals auch keiner geholfen. Ne? So, und ja, so fängt dann meistens das Geflame an. Richtig, aber das Helfen ist ja nicht das Thema. Das Helfen ist ja eigentlich das Problem an der ganzen Geschichte, dass ja, wenn sich zwei Große streiten, mag ja mal dahin sein, aber darum hängen sich dann andere Große rein, die eigentlich Vorbilder sein müssen und sagen müssen, ey, ihr zwei, Punkt aus, klärt das unter euch. Warum machen die dann Sachen hier so, ey, der hat so und so, ich sag mal Beispiel CK, der hat da in seinem Video, weil davon habe ich es erfahren, zum Beispiel in seinem Video ja, diese Apokalypto-Clan angekreidet, ich kann es auch verstehen, und gesagt, ja, das kann nicht sein, dass sie das öffentlich machen, etc., etc. Und hat damit auf Deutsch gesagt, seine YouTube-Community nochmal gegen diesen Apokalypto-Clan aufgehetzt, anstatt einfach zu sagen, hier, Jungs, das ist nicht okay, was ihr zwei macht. Weder Elotrex noch so, klärt das unter euch mit der ganzen Geschichte und Punkt Ende. Und meine lieben YouTuber, lasst das Thema unter denen klären. Nee, macht doch nicht, da steht jetzt auf Deutsch gesagt, indirekt seine Leute noch mit an, damit die noch mit drauf gehen. Das ist ja auch nicht eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Und Vorbildfunktion, großer YouTuber, Höller die Waldfee, lässt grüßen. Ja, also Kumpel, ich muss dagegen was sagen, weil ich habe auch den Commentary, der war noch ganz genau, das weiß ich noch, ein Ghost-Gameplay hinterlegt. Und der hat im Endeffekt dann gesagt, also der CK, dass im Endeffekt die zwei das unter sich klären müssen und dass Elotrix zum Beispiel so und so die Fehler gemacht hat, was auch immer, auf Facebook, was auch immer da war, und dass Apokalypto Red, der da halt auch die Rolle spielte, dass der halt auch die und die Fehler gemacht hat. Im Endeffekt wollte er sich halt nicht einmischen und hat gesagt, so und so. Und ich finde auch, genau das, was Eurobass gesagt hat, ist halt das Wichtige, dass man untereinander sich vertragen soll. Man ist erstens ein Vorbild und zweitens, das sind Kollegen, also logischerweise. Und das Witzige einfach an der ganzen Sache ist, dass Apokalypto Red einfach, der spielt ja eigentlich gar keine Beziehung, der hat sich praktisch eingemischt. Es ging ja eigentlich
soweit ich da um diese Jessica, was auch immer, keine Ahnung, und um dieses Facebook-Mädel und dann um Elotrix, und der Apocalypto Red meinte dann halt, er müsste sich einmischen. Ich finde, das sollten dann schon, wenn, dann die Leute, die da auch eine Rolle spielen, untereinander klären und dann auch nicht öffentlich, sondern privat. Richtig, aber wie gesagt, wenn dann halt große YouTuber kommen und da noch mitmischen, und wie gesagt, wenn Commander Krieger ein Gameplay aufnimmt und das dann noch mit Quatsch, kannst du doch darauf wetten, dass deine tausende Abonnenten, die er hat, natürlich sagen, oh, da mische ich mich natürlich nicht mit ein, ich gucke mir das an, weil wir machen das nicht. Ja, das ist ja genauso, wenn ich in ein Stadion reingehe, na, wo Dresden gegen Aue spielt, na, ich mich auf der Aue-Tribüne hinsetze und sage, hey, Dresden ist geil, aber bitte mich nicht einmischen. Na, weil Aue geil ist. Was erwartet man dann? Dass die Aue-Fans sagen, okay, passt. Ja, aber du musst ja auch mal sehen, CK, so wie er es gesagt hat, wurde ja, wir gehen jetzt mal von der Sache aus, wir sind ein bisschen vom Thema abgeschweift, wie du schon gesagt hast, aber CK, ja, er hat ja selber in seinem Video gesagt, er wurde ja so zugebombt von den Mails, mach mal ein Video drüber, und durch das Zugebomben, sag ich jetzt mal mit den Nachrichten, fühlt er sich, finde ich, jetzt auch ein bisschen genervt dadurch. Wegen, du liest ja jede zweite Nachricht irgendwie, mach mal ein Video drüber. Ja. Und in diesem Video hat er ja an sich nur seine Meinung preisgegeben, und jeder versteht das Video ja anders. Du hast das so verstanden, dass der jetzt viel gegen Apocalypto oder sagt, Lester. Nee, aber wie gesagt, in meinen Augen hängt das nicht so viel rein. Also, wie gesagt, ich hätte ja. Meine Ansicht hätte ich jetzt gesagt, hier, liebe YouTuber, ihr wollt alle, dass ich was dazu sage. Meine Meinung dazu ist, geht mich nicht an. Punkt aus, Ende im Thema. Bitte hört auf damit, das klären die unter sich. Ende aus. Damit wären wir am neutralsten gewesen. Aber auf Deutsch gesagt, noch auf die ganzen Schematik frisch einzuhacken und danach zu sagen, aber geht mich nicht an. Das ist irgendwie was, wo ich das nicht verstehe. Dann sage ich doch gleich, hier, so und so ist Fakt, wir lassen das und dann ist gut. Das Problem ist, die Leute verdienen damit Geld, und wenn er ein Video raushaut und das, ich sag jetzt einfach mal ganz locker 200.000 Aufrufe dann hat, weil das Ganze ja auch relativ bekannt jetzt in den letzten Tagen geworden ist, dann verdient er natürlich dadurch Geld und mischt sich dann praktisch durch das Ganze ein, wobei ich auch sagen muss, er hat sich sehr, sehr neutral gehalten und hat halt nur die Fakten auch aufgezählt und nicht so persönliche Sachen, sag ich jetzt einfach mal. Da reingebracht, und deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm, dass er ein Video dazu gemacht Richtig, hat. Richtig, aber dann brauche ich mich nicht darüber aufzuregen, dass dann gewisse Leute kommen von seinen Mitgliedern, also hier Abonnenten, und die dann die Hetze noch ein bisschen antreiben. Ja, das ist natürlich also, dann aber der Fehler durch die Abonnenten. Ne? Die müssen natürlich auch wissen, wie man sich verhält. Meine Frage, wenn ich 300.000 Abonnenten habe und ich ein Video mache über irgendwas, kann ich davon ausgehen, dass meine Abonnenten irgendwas machen? Ja, klar. Ja, aber es ist immer so. Ein Großteil oder sag mal, ein Teil davon macht das jetzt mal. Aber ohne mal, ich will jetzt das irgendwie mal wieder in die richtige Bahn bringen, um mal wieder auf das Thema Funds zurückzukommen, warum die das machen. Du hast ja auch im Internet oder an sich auf YouTube eine gewisse Anonymität. Man hört, er heißt so zum Beispiel wie Elotrix, er heißt so, aber man kennt ihn wirklich nicht richtig. Man kennt ihn auf YouTube, aber wie jetzt zum Beispiel in echt ist diese Person oder welche, was für eine andere Person man ist, weißt du? Man kann sich ja auch, ich sag mal, für YouTube recht viel verstellen. Ja, das ist richtig. Das ist ja, wie gesagt, aber dann sollte man das trotzdem unter sich ausmachen. Weil sie reden ja auch alle, komischerweise alle aus deiner Gruppe, dann auch alle gut über den. Wäre auch schlecht, wenn sie über einen eigenen Teamkameraden Scheiße reden. Ja, ist es so. Das sind ja sozusagen wie Freunde, die halten ja dann zusammen. Ja, ist klar. Was, da ist noch ein Punkt, den ich auch nicht verstehe, dass ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht ganz genau, wer das war, auf jeden Fall war es Tesco und noch irgendjemand, irgendwie Royal, irgendwas, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das verstehe ich natürlich nicht, weil da hat er sich selber, sag ich mal, bekleckert. Da hat er sich selbst in die Brust geschossen, kann man auch sagen, weil sich in fremde Angelegenheiten einzumischen, muss wirklich nicht sein, und das finde ich auch nicht wirklich in Ordnung. So, und jetzt, weil mal unsere Zeit langsam rum ist, hat natürlich Europass nochmal ganze 15 Sekunden Zeit, jetzt noch das abschließende Wort zu bringen. Ich mag Pommes. mit Mayo oder mit Ketchup? Mit Ketchup. Gut, ja, das ist so. Danke für dieses nette Gespräch. Ich bedanke mich aber trotzdem erstmal für meine Talkgäste, die mit hier dabei waren bei meinem ersten Kumpel-Talk.
Eure Meinung könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, unten in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich wäre ein Daumen hoch oder runter auch gut, damit ich weiß, ob es schön war, ob es euch gefällt, ob wir es weiterführen können oder nicht. Ich bedanke mich, wie gesagt, an meine Gäste und wir sehen uns beim nächsten Kumpel-Talk. Hier beim kleinen Kumpel. Tschö mit Ö. Hau rein. Tschüss. Tschüss.